Hallo YouTube. Servus. Ja, in diesem Video zeigt man euch, wie man einen autonomen Roboter baut, nämlich dieses Ding hier. Wunderschön. Ja, wir werden das zusammenbauen und anschließend programmieren. Vermutlich aber in zwei Videos, weil das sonst für ein Video zu lange gehen wird. Der Moos ist dabei. Moos, stell dich mal ein bisschen vor. Ist Moos. Was soll ich groß sagen? Ich bin hier eigentlich nur der Sidekick. Gut. Das war's, ja. Für die, die jetzt wissen wollen, warum der so heißt. Das ist ein Geheimnis. Das wird nicht verraten. Moos. Vielleicht später. Psst, sag's nicht. Die Leute brauchen was, damit sie weiter zuschauen. Ja gut, ja. Dann legen wir mal los. Was brauchen wir? Die Teile, die hier aufgelistet sind, die könnt ihr entweder einzeln oder als Gesamtpaket kaufen. Da müsst ihr einfach schauen, was sich besser eignet. Und da würde ich sagen, legen wir auch schon los. Ja, auf geht's. Zuerst werden die Räder abmontiert und mit den Motoren verbunden. Nun werden Löcher in die Platine gebohrt, um diese mit Kabelbindern anschließend mit den Motoren zu verbinden. Als nächstes folgt der Arduino. Auch hierfür werden einige Löcher gebohrt, um ihn auf der Platine zu befestigen. Doch zuerst die Stromversorgung, die 9 Volt Blockbatterie. Auch dafür bohrt man einige Löcher in die Platine, um sie nachher zu befestigen. In diesem Fall mit Kabelbindern. Jetzt wird der Arduino auf die Platine gesteckt und mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern befestigt. Nun wird das vordere Rad mit Heißkleber befestigt.
Im nächsten Schritt wird dann der Motorcontroller mit dem Arduino zusammengesteckt. Hier die Kabel für die Stromversorgung. Da sich unser Kippschalter verabschiedet hat, mussten wir einen Schiebeschalter benutzen. Überprüfung des neuen Schalters mit dem Messgerät. Als nächstes wird mit Hilfe des Akkubohrers und Dremels eine Aussparung für den Schalter in die Platine geschnitten. Der Schalter wird verkabelt. Ob alles richtig verkabelt ist, wird sofort mit dem Messgerät überprüft. Offene Stellen mit Heißkleber isoliert. Damit die Kabel nicht im Weg sind, werden diese ebenfalls mit Heißkleber an der Platine befestigt. Anschließend wird der Ultraschallsensor an die Platine gelötet und ebenfalls verkabelt. Dabei wird gleich ein Massepunkt festgelegt.
Jetzt wird nur noch der Buzzer auf die Platine gelötet und verkabelt. So, der Roboter ist nun fertig aufgebaut. Wir zocken erstmal eine Runde FIFA und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es um die Programmierung des Roboters geht. Bis dann. Komm jetzt! Mach das doch nicht, Mann! Gib mir doch nicht den Ball einfach. Ich wollte nicht mal, Mann. Dummkopf. Wie ich dich zerstöre, Alter. Scheiß. Zack. Wow! Dummkopf. Spielbug. Fick dich! Du bist so dumm. Spielbug! Hallo, Alter! Spielbug. Nutte! Zack, Nudel. Abseits, fick dich. Hundefinger. Da, leck also, mich. Scheiße. Hä? Da hab ich... Und wie du das hast. Was? Das hab ich niemals gemacht. Paprikas. Fick dich. Faul, an fünf Stellen. Die Schulbank drücken nicht den Fitness-Jugend. Ah, Dummkopf. Ich hab schon lang gepasst. Guck, wie dumm du bist. Nein. Schau dich an. Los. Nein. Hä? Wow, 11 Meter, 5 Mal, fick dich! Deine Mutter hat einen Ball besitzt. Dummkopf. Geh nicht hin, bleib einfach was, da. Was, Mann, Alter? Fuck! Kommst du selber nicht. Nutte. Narre. Ja? Du bist dumm. Blind Arm. Der Handypass. 11 Meter! Nein, 11 Meter! Nein, 11 Meter! Nein, du niemals, Nutte! Du ey. Nutte, guck dich an! Guck dich an! Du Arsch! Du Fotze! Oh, wie ich dich zerstöre jetzt! Niemals! Ja! Ja! Nutte! In your face, bitch!